herzlich willkommen zu einem weiteren IT-Projekt bei mir hier auf dem YouTube-Kanal. Ich habe vor, den Rechner, der hier hinter mir so schön leuchtet, den da, die Schneidemaschine, ein bisschen aufzumotzen. Ich habe festgestellt, seitdem ich in 4K schneide, ist der Prozessor der Flaschenhals geworden. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 1600 6 Core und den möchte ich austauschen gegen den AMD Ryzen, hier ist er, 7 2700X. Das Problem an der Geschichte ist, dass das jetzt nicht nur einfach ein neuer Prozessor wird, sondern es muss auch ein neues Board rein. Ich weiß nicht, ob das Board den Prozessor kann. Ich weiß noch, als ich das seinerzeit gebaut habe, war der Prozessor unerschwinglich. Ja, das Board habe ich noch liegen. Das ist ein B450 Board. Das muss auch verbaut werden, bevor es ganz veraltet. Und da der Prozessor wahrscheinlich beim Arbeiten, beim Rendern doch sehr viel Wärme entwickelt, habe ich auch noch drüben eine Vacu, die ich noch verbauen will. Nichts Besonderes, einfach eine ganz einfache Vacu, eine AIO Vacu und die soll auf dem Prozessor drauf. Gut, schauen wir uns mal an, was hier mit drin ist beim Prozessor. So, in der Box befindet sich der Prozessor selber und ein Boxenkühler. Der so, zum Einsatz kommt das Asus TUF B250 Pro Gaming. Schauen wir mal, wie sich's macht, das Board. Das ist speziell jetzt auch für den Gaming-Bereich gedacht. Das ist auch für den Prozessor kein Problem. Das heißt also, ich müsste jetzt hier ohne Firmware-Update auch den Prozessor problemlos zum Laufen bringen. So, hier der Prozessor noch neben dem Board in seiner Verpackung und da ist er schon drin. So schnell. So, Grafikkarte ist hausen. Und ich beginne jetzt hier den Abbau der Kabel und so weiter. Zeigt sich aber schon das erste Problem. Ich muss meine Verkabelung komplett neu machen, weil natürlich die Anschlüsse beim neuen Board ganz woanders liegen als hier. Naja, wie immer. So, soweit ist alles verbaut. Die Vacu muss jetzt noch rein. Ich hatte schon mal einen Probelauf, also es geht. Allerdings kriegt man zum Beispiel die Pin-Belegung. Ich muss jetzt hier mal vom Board nur noch über einen Barcode, den man hier aus dem Buch auslesen muss. Das ist eine doofe Geschichte. So, unser Ergebnis. Kann sich eigentlich nicht sehen lassen, sage ich mal. Ich muss jetzt noch ein bisschen Kabelmanagement machen, die Rückseiten einbauen natürlich. Ja, ansonsten sollte es ganz gut aussehen mit dem Gerät. Wasserkühlung war ein bisschen ein Problem, weil trotzdem das so ein riesiges Gehäuse ist. An die Stelle, wo ich es bauen wollte, ging es leider nicht. Ja, deswegen ist der Radiator halt hier oben verbaut. Ich hätte ihn lieber nach hinten gesetzt. Das hätte vielleicht unten ein bisschen besser mit der Optik gepasst, mit den Schläuchen, aber das hat dann leider doch nicht gepasst. Also hier ins Mittelfeld, weil ganz hier vorne ging es dann auch nicht irgendwie zu befestigen. Lösung haben wir gefunden. Sehr schön. So, ich habe dann mal den Cinebench 15 drüber laufen lassen, den R15. Hier schafft er die CPU 1741 Punkte. Also das ist schon mal ganz ordentlich und setzt sich damit hier an die Spitze. So, und mit dem OpenGL-Test haben wir erreicht 108,71 FPS und sitzen damit an der Spitze der hier verzeichneten Rechner. Nicht schlecht. So, im Benchmark 3D Mark hier Firestrike hat er 15.856 Punkte. Das ist ein zusammengesetztes Ergebnis aus der Grafikleistung und der CPU-Leistung. Das ist mal nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Der Vorgänger, also die vorhergehende CPU und Konstellation mit dem Board, war da nicht so gut. Und hier erreicht man mal, ich habe jetzt mal einen Vergleich gemacht, ein gutes Mittelfeld.
ja, 75% besser als alle Resultate. Natürlich kommen wir nicht an eine Sache ran wie Geräte, die jetzt High-End-Prozessoren verbaut haben. Und natürlich auch die RTX-Karten spielen hier eine erhebliche Rolle. Da habe ich noch keine Notwendigkeit gesehen, da eine zu kaufen. Bis jetzt geht ja alles. Also unser Rechnerchen steht nicht schlecht da. Hat sich gelohnt. So, was bleibt am Ende des Tages? Das Ende des Projekts. Kosten 194, lass mich schnell gucken, 14 mit Versandkosten. Ansonsten keine weiteren. Das Board war vorhanden, hat problemlos und sofort auch den Prozessor erkannt. Alle anderen Komponenten des Rechners sind die gleichen. Ja. Außer, wie gesagt, die Wasserkühlung, die jetzt drin ist, die war vorher nicht da, aber die war halt auch schon bei mir im Bestand. Daher weiß ich jetzt nicht genau, was das alles kostet. Aber es gibt ja zu dem Prozessor den Boxkühler dazu und der sogar schick mit LED. Also ich habe den mir jetzt aufgehoben. Wer weiß, für was man immer nehmen kann. Also mir gefällt das sehr, muss ich sagen. Ich glaube, dieses LED ist sogar programmierbar, wie man das haben möchte. Also so ein RGB-Stripe ist da drin. Gut. In dem Sinne, ich melde Erfolg. Bis zum nächsten Mal.